Ich bin der Ronny Grossenbacher, ich bin 33 und ich bin zum fünften Mal hier bei der Märli-Bühne dabei. Angefangen hat alles bei der kleinen Meerjungfrau, dann als Wellen noch und dann bei Anastasia und beim letzten Vogel-Design habe ich auch mitmachen. Ich spiele schon Theater, seit ich 9 bin, auf verschiedenen Bühnen. Unter anderem in Katakömbli, in Bollingen und sehr viel im Zeitglockentheater, einem kleinen Theater, wo ich auch im Vorstand bin und meine Eltern habe mit der Erzählung ins Theaterleben eingeführt. Ich singe auch für das Leben gerne, darum bin ich auch hier bei Singen sehr involviert und es fängt sehr. Die Rolle des Volar ist dadurch herausfordernd, dass es sowohl eine sehr junge Rolle ist, die aber auch später wächst und eine grosse Entwicklung durchmacht. Und natürlich die Herausforderung, dass man nicht nur Schauspieler, sondern auch singen, obwohl das etwas ist, was ich sehr gerne mache. Ich finde, Märli-Bühne muss man einfach schauen, weil Märli-Bühne verzaubert, sie ist magisch und ich kenne niemanden, der es noch nicht gepackt hat. Vielleicht euch auch.